Ein herzerfrischendes Moin Moin. Und willkommen zurück bei Mad Games Tycoon 2 mit eurem Hannibal. Spiel entwickeln, Fortsetzung. Und zwar vom Hauptspiel entwickeln wir mal die Fortsetzung. So. Mit Engine natürlich. So. Dev Kits. Ja, muss der eigentlich die Game Station oder wie so heißt, müsste ja eigentlich drin sein. Ah, die PlayStation. Ja. So. Super Pretendo. Super Pretendo. So. So, für die zweite Plattform ist die Macintosh. Ja, die sind alle noch auf Stufe 3, ne? So. Ja, das Bestmögliche hier bauen, ne? So. 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 Alle geeigneten Features. So. Ghost World 6 natürlich. Geht in die Entwicklung. So. So, also Entwicklungsbericht, das werden wir jetzt natürlich. Steams. So, und ihr werdet mal was anderes machen. Ihr werdet jetzt Spielberichte erstellen. Ja, da werden wir mal durcharbeiten hier. Bauen Säcke, ja. Ghost World 5 Classic. Reproduzieren. So. So. Ja, das verkauft sich schon ganz gut. Ja, das hat. Ja. Wollen wir mal vom Markt nehmen. Ja, nehmen wir auch vom Markt. So. Und dann werden wir ein Game Bundle. Ja. Den aus den ersten 5 Teilen. Ghost World Bundle. Complete. So. Produktionsauftrag, Spiel produzieren. So. Automatik beenden. Ja. So. Ja, da haben wir noch ein bisschen was, ne? Schon mal was vorzuweisen. Ja, wir müssen wirklich gucken, dass wir ein bisschen das Geld, was wir verdienen, auch wirklich jetzt, ja. So.
Ghost World 6 ist so. Geht schon mal langsam in Entwicklung, ne? Ja, das ist schon mal was Gutes. Ja, dass da schon mal ein paar Sachen in Entwicklung gehen. Monosoft als neuer Gegner. So. Ja, da haben wir noch ein bisschen was verdient, ne? Ja, das ist auch schon mal gut. So eine Complete Edition. So. Also. Wird jetzt nach einem Jahr mal das mal gesenkt. So. Collector's Edition bleibt bei dem Preis. Ja. Manchmal muss man auch den Preis ein bisschen absenken. Wow. Wäre interessant, wenn man durch die Marktforschung erfahren könnte, welcher Preis denn so optimal ist. Ne? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. So. So, und das. So. Ja, Motion Capture Studio. Müssen wir auch noch bauen. So. Die brauchen viel Platz. So. Heizung. Schauen wir jetzt erstmal mit der Heizung, müssen wir erstmal gucken. Weil da daher passt. So. Müssen wir mit dem gucken, ne? So. Kaffeemaschine wäre nicht schlecht, ne? Wasserspender auch nicht. So ein bisschen Kunst an die Wände. Ja. So. Was können wir denn da noch rein? Knallen, ne? Also so ein Radio ist auch nicht schlecht. Ja. Und TV setzen wir auch nochmal rein. So, was haben wir noch? Mülleimer. So. So, was noch? Medizinschrank. Kann man auch gebrauchen. So. Ich finde eine Uhr zwar nicht unbedingt toll, aber ja, das Spiel findet das schon. Mhm. So, der ist. So. Hochwertige Animationen. Ja. Da investieren wir mal. So. Arbeitsmarkt. Ja. Im Moment brauchen wir sie mal. Ja. So. Ja, da muss erstmal investiert werden. Ja, das hat Addon auch dementsprechend toll aussieht. Ja. New Gothic World ist halt unser
erstes großes, zweiter, erster große, zweiter IP. Ja. So. Ja, das ist die zweite IP, die wir haben, und wir brauchen auch immer, man braucht auch mehrere Spiele, glaube ich. Zwei IPs. So. So, Genres. Mach die mal durch. Ich will die alle haben und dann ist gut. Ja. So. Spezialmarketing. Ja. Demo veröffentlichen. Schicken wir mal eine Demo raus von dem. Ja. Alles ist mal bumm. So, jetzt wollen wir danach, werden wir mal ein Remaster entwickeln. So. Fachkräftesuche. Programmierer. So. Mhm. So. So, wenn wir mal hier Top-Programmierer suchen. Erfolgschance ist war aber noch mit 10%, nicht hoch. So. Wo sind wir hier? So, passt das. Na, das. Dass da wirklich schon die Top-Programmierer sitzen. Ja. So. Und damit wären wir jetzt, ja, wenn das fertig ist, dann werden wir das Spiel auch rausschmeißen, ne? So. So. Müssen wir. So. Das ist, man ist ja einfach nur in einer kleinen Spalte oder so. Hängt man ja dann fest. So, werden wir jetzt mal produzieren. 50.000 Stück. So. Spiel produzieren. So. Ja, da kommt das erste Addon raus. Das ist schon mal gut. So. Ah, wenn wir mal, ja. Yeah. So. Einmal werden wir das machen. So. Werden wir da nochmal raushauen? Yep. Ja, richtig. Ah, so. So.
hochwertige Animationen. Ghost World 6. Ja, wenn wir mal investieren. So. Die werden wir tauschen. Hochwertige Sounds für Ghost World 6. Hochwertige Grafiken für das Spiel. Ja. Und die entwickeln hier das, den Patch. Ja. So, startet Trainingskurs. Das soll auch hier dauerhaft laufen. Ja. Achso, wir sind wieder bei. Wir haben wieder ein Problem. Müssen wieder mal bei der Bank ein bisschen Geld holen gehen. So. Ja, wir haben wieder. Wir haben ja ein neues Spiel gestartet. So. Ja. Ja, als leitender Designer einsetzen. Und dann ist gut. Ja, da haben wir wieder ein bisschen was, ne? Ein bisschen haben wir wieder. So. Neue Hardware für unsere Leute. Ja, das ist auch wichtig. So. Neue Hardware. So. Wie sieht's hier aus? So, die sind schon geupgradet. Sind auf dem neuesten Stand. So. So, da auch. So, da auch. Neueste Maschinen und alles. Das ist auch wichtig. Ja. Ja. So. So, Game Designer. Gucken wir mal. Mal einen Top-Game-Designer mal bekommen. Ja. Hm. Ja, müssen wir echt gucken, ne? So. Ja, erstmal haben die was zu tun. Jetzt wollen wir das abzuarbeiten hier. So, Echtzeit-Strategiespiele sind gerade beliebt. So. So. Jo, das sind schon ein paar Sachen. Ne? Aber bis Ghost World 6 auf den Markt kommt, dauert auch noch ein bisschen. So, weg damit. Ja. So, da sind wir auch noch ein bisschen. Ja, ist alles auf dem neuesten Stand, gut. Toilette kann man auch nichts mehr upgraden. Ja. So. Entwicklungsbericht. Ah, ist noch nicht alles drin. Alter, ist noch lange nicht alles drin. Ja. Die API ist auch noch nicht so unbedingt die beste. Ja.
alles Gute hat irgendwann mal sein Ende. Ja. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Und ich sag einfach mal, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.